Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer, Vorschau Nummer 4, glaube, von Blacklands, oder wie hieß es? Ja, wir sollen hier jetzt das mit der Tab-Taste die Karte aufmachen, irgendwie. Da ist es und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen, ne? Deine Ausdrucksstärke ist 0, deine Schiffsstärke ist 470. Vergleiche deine Stärke mit der Stärke der Insel, bevor du zu ihr hinfliegst. Wenn deine Stärke geringer als die deiner Gegner ist, erscheint über deinem Kopf ein Totenkopfsymbol. Solche Gegner sind sehr schwer zu schlagen, wenn du nicht zuvor deine Stärke erhöhst. Okay, Space gedrückt halten. Dann machen wir das doch mal, ne? Gut, und wo soll ich jetzt hinfliegen? WASD kann ich bewegen. Wo muss ich hin? Hier? Oder wo muss ich hin? Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss. Oh, da sind ganz viele Inseln, ne? Ich weiß nicht, was er da rausgefunden hat, wo ich hin muss. Page up and down is zoom. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier hin soll, ne? Aber das Ziel wird ja angezeigt wahrscheinlich, ne, oder? Ja, komm dann. Zielpunkt ist das, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal zu, dass wir da hinkommen. Steuer übernehmen. Öffnet das Werftmenü, Steuern verlassen. Gedrückt halten, losfliegen. Ich möchte schon losfliegen. Wir müssen ja nicht so weit fliegen, nur diese 80 Meter, oder? Kein Ziel, sprich mit Elsie. Elsie ist da, hat da angelegt. So, wie komme ich jetzt an Elsie ran? Eva, Rotschopf, du siehst schrecklich aus. Elsie, Eva, du hast doch gehört, was Kane über den Schwarm gesagt hat. Die letzte Nachricht aus dem Osten kam von Ewigkeiten. Das bedeutet, Kommandant Eldons Truppen können den Ansturm des Schwarms nicht standhalten. Ich weiß nicht, wie lange ich bleiben werde. Ich muss dafür sorgen, dass Papa in Sicherheit ist. Vielleicht kann ich ihm irgendwie helfen. Elsie, Elsie, immer mit der Ruhe. Tief durchatmen, alles wird gut. Ich verstehe dich sehr gut. An deiner Stelle wäre ich schon längst mit Volldampf nach Hause unterwegs, aber jetzt ist es zu gefährlich. Kane wird das Warterschiff in den nächsten Tagen genau beobachten. Warte, bis sich die Lage beruhigt hat oder bis Aaron zurückkommt. Glaubst du, dass er wirklich zurückkommt? Wir haben seit 1,5 Jahren nichts von ihm gehört. Er wird bald zurückkommen, vertrau mir. Na schön, wenn du so sicher bist, bleibe ich noch ein paar Tage. Ach ja, fast hätte ich vergessen, Richard hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Ich habe es extra für dich aufbewahrt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, das Vaterschiff nicht ohne Waffen zu verlassen. Okay. Wie kann ich das jetzt aufnehmen? So. Pistole mit Space. Was ist das für ein Ding? Ein Sturmgewehr. Ey, gut, dass ich die Motte habe, ne? Die hat mich wieder gerettet hier, ne? E. Okay, Space, Sturmgewehr haben wir auch. Waffen auswählen. Du kannst nur drei Waffen auf einmal ausrüsten. Um eine davon zu wechseln, öffne die Ausrüstungsliste gerade auf deinem Tablet. Während den Waffenslot, aus dem du wechseln möchtest, wähle anschließend neue Waffe. Okay. Kaufe Kanonenmunition. Das muss ich wohl hier tun. Kanister. Okay, ich muss wahrscheinlich hier wieder gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, dass ich da zu dem da hinkomme. Aber das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich würde gerne mit dem sprechen. Ah, jetzt, wenn ich den Link da drauf mache. Victor Stonor, wie kann ich dir helfen? Ich möchte etwas kaufen. Reparatur. Schiffsmenü. Kaufen, Reparaturset. Schiffsmunition. Gelange zur Milzinsel. Kein Ziel. Kaufen, gelange zur Milzinsel. Das heißt, das hat gereicht, oder was? Ich kaufe das aber auch noch.
Gut. Nächstes Ziel haben wir jetzt. Ne, öffnen will ich nicht. Ich will hier steuern. Ach so, ich muss das mit den Dingen hier machen, ne? So. Gelange zur Milzinsel. Dann fliegen wir mal los zur Milzinsel. Und super, dass wir das wieder geschafft haben, dass ich das Intro noch nicht gespielt habe. Aber das machen wir dann jetzt sofort noch im Nachhinein. Und ihr wisst dann Bescheid, gleich geht's weiter. So, jetzt sind wir mal richtig groß dabei. Jetzt könnt ihr auch wieder was sehen, ne? Aber naja, doof gelaufen. Aber ich glaube, ich komme hier in dem Spiel nicht wieder zurück, weil der Spielstand nicht gespeichert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier schon richtig bin. Ja, ich glaube schon. Ich muss nur da unten anlegen wahrscheinlich. Da oben sind so zwei Typen. Hier sind auch ein paar Typen. Okay, das ist ja cool. Der ist schon mal runtergefallen. Aber mein Schiff ist dadurch kaputt gegangen. Kann das sein? Das ist ja doof. Okay. Was muss ich tun? Hier ist Wasser. Was ist das? Befreie alle drei Inseln von Falken. Ach so, das war schon meine Aufgabe, oder was? Oder geht's hier lang? Wenn du Ressourcen in diesem Lager überblickst, kannst du sie aus einem beliebigen Lager wieder abholen. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Munition auffüllen. Ist das jetzt hier richtig? Nach vorne ist. Da sind Falken. Sind das Falken? Okay, das war nix. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, ne? Aber die sind auf jeden Fall kaputt gegangen. Frei alle drei Inseln von den Falken. Hier auch noch was? Nee. Was ist hier? Trage Sprengstoffass. Irgendwas Hilfe. Einsammeln. Ich weiß nicht, wofür es gut erhöht. Lang der Schaden an Falken. Okay, gedrückt halten. Okay, irgendwie muss ich da hin, aber ich weiß noch nicht wie. Ist das schon so richtig? Vielleicht brauche ich die Steine ja mal, ich weiß es nicht. Ach so, trage Steine. C ist Lomas Hilfe, dann bringt die dir das auf ein Schiff oder was? Sehr schön. Eva, hier sind keine Feinde mehr. Diese Insel wurde erfolgreich verteidigt. Okay. Ja, sehr schön. Feuerwerk. Wow, toll. Weiß nicht, ob es jetzt hier gerade was zu feiern gibt. Milzinsel haben wir erledigt. Belohnung für Inselbefreiung. Du erhöhst die Bevölkerung durch das Befreien von Inseln. Die Inselbevölkerung wird auf der Karte angezeigt. Mit Hilfe der Bevölkerung kannst du verschiedene Verbesserungen für Eva und ihr Schiff aktivieren. Verbesserungen werden im Waffenkammer und der Schiffswerkstatt aktiviert. Sehr schön. Jetzt müsste ich aber erstmal gucken, dass ich hier irgendwie, ne? Nummers Hilfe. Muss ich nur gucken, dass ich hier nicht runterfalle, sondern wieder irgendwie hinkomme, ne? Okay, das hat geklappt. Was ist damit machbar? Nix. Kann man hier was machen? Nein. Ist alles gut, oder? Sprengstofffass.
Oma macht das schon. Kontakt halten, erntet Holz. Und Lomas Hilfe. Tragenbusch. Oma macht das schon. Hier geht nichts. Hier geht auch nichts. Da oben ist ein Saal. Geht das? Ne, geht wohl auch nichts. Was ist denn das da unten? Geschützturm? Schießt der auf mich? Ne, ne. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. So, wenn ich hier was einlager. Okay, da haben wir ganz viele Kanister und Schussmunition und Sprengstoff. Das ist alles das. Okay, dann ist das das. Nehmen wir den Tisch mit, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das wichtig für uns ist, wenn wir einen Tisch mitnehmen. Warte mal, hier ist noch das Holz, das brauchen wir bestimmt noch. Und das können wir dann mitnehmen. Das war auf jeden Fall wichtig, das Holz mitzunehmen. Hier ist wohl nichts drin. Sammeln wir ein. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber hält man sich noch. Okay. Da kann man nichts machen. Geht wahrscheinlich nur in die Luft oder sowas. Dann lassen wir da mal die Finger von, ne? Ich glaube, wir gehen jetzt mal aufs Schiff. Beziehungsweise wir müssen hier erst hin. Wo ist Aaron? Hier sind nur eine Nachricht und eine Art Tagebuch. Schwester, wenn du das liest, bist du an dem Ort, an dem du sein musst. Ich habe das Tagebuch unseres Vaters gefunden, lies es. Tagebuch von Richard Mills. Das ist alles meine Schuld. Warum habe ich diese Kreaturen hergebracht? Andererseits, der Sturm hätte das Bier wahrscheinlich so oder so erreicht. Ich interessiere mich nicht für Gärten, Minen oder Sägewerke. Ich wollte immer schon Neues entdecken. Ich kann nicht aufhören, über den ewigen Sturm nachzudenken. Ich muss dorthin zurück. Wir müssen dorthin zurück. Eva, Aaron, Lauren, wir werden alle gemeinsam dorthin aufbrechen und ich werde eine Möglichkeit finden, den Sturm umzukehren. Oder wir sterben bei dem Versuch, dann wird man sich wenigstens als Held an mich erinnern und nicht das und nicht als denjenigen, der alles zunichte gemacht hat. Ich höre Schritte, jemand kommt ins Haus. Aaron? Crash, alle kleinen Fräulein, was hat Kane gesagt? Du sollst zu Hause bleiben und nirgendwo hingehen. Hast du gedacht, Crash merkt nichts, dass Crash dir nicht auf den Fersen ist? Na los, ab mit dir aufs Schiff. Kehre zum Vaterschiff zurück. Kann ich das auch mitnehmen? Nee. Dann müssen wir wieder aufs Schiff. Und fahren dann nach Hause. So, dann geht's vorwärts. Das Schiff ist natürlich schon wieder kaputt. Kann ich das auch mit Heiler machen? Nee, kann ich nicht. Das war eine Bombe. Hat gut geklappt. Hat ja wieder gut geklappt. Da kann man wohl rüberfliegen, aber ich weiß es halt nicht. Jo, schauen wir mal, dass wir an Land kommen. Da ist wieder eine Bombe. Rückwärts eingepackt, passt. I drücken, öffne das Werftmenü. Vielleicht sollen wir das mal tun, um das Schiff zu reparieren, wenn das hier geht. Fluss fährt, zuverlässiges Modell, Stabilität, Frachtplätze, Vorwärtsgeschwindigkeit, Beschleunigung, Rückwärtsgeschwindigkeit, Space-System auswählen, Schiff wechseln, Laderaum, Stärke, spricht mit Elsie. Okay, kann ich das hier irgendwie reparieren? Rumpf, Stärke der Schiffsausrüstung. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Space installieren. Geht nicht, glaube ich. Ja, weiß ich auch nicht, was man da machen kann. Aber auf jeden Fall sind wir erstmal hier. Steuer verlassen.
So. Jetzt kann ich hier an Land. So, mit Elsie müssen wir dann sprechen. Aber ich sehe schon, wir werden jetzt erstmal eine Pause machen und mit Elsie sprechen wir dann in der nächsten vorgestellt. Da würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.